Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Plauderjinchen und es ist mal wieder soweit, es ist mal wieder Zeit für ein Rückblicks-Preview, weil englische Woche ist. Ich habe gar nicht die Zeit, nur auf eine Sache zu reagieren oder euch nur die News zu geben. Es passiert einfach alles hier Schlag auf Schlag und wir werden das Spiel gegen Haching einmal durchsprechen und danach werden wir auf unseren nächsten Gegner, auf den FC Ingolstadt gucken am Sonntag. Ja, aber als erstes werden wir natürlich hier Hansa auswählen. Nein, stopp, falsch rum. Wir werden Ingolstadt, wir spielen ja auswärts. So ist es ja richtig. Also Ingolstadt gegen Hansa Rostock. Wir gehen rein. Spielen wir im blauen Trikot, das ist ja eigentlich egal. So, würde ich doch mal sagen, let's go. Okay. Ja, also wir wollen erstmal als allererstes auf das Spiel zurückgucken. Am vergangenen Wochenende wollte ich gerade sagen, stimmt gar nicht. Vom Dienstag gegen Unterhaching, unser Heimspiel, unser erster Dreier in der Saison und auch unser erster Heimdreier. Und ich möchte an dieser Stelle eine Sache sagen, weil dann auf einmal wird diese Statistik wieder sehr, sehr positiv. Wir sind bisher in der Liga zu Hause noch ungeschlagen. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, dass dann diese Statistik auf einmal plötzlich halt auch positiv sein kann. Ne? Jetzt haben wir unseren ersten Sieg und ja, wir sind zu Hause ungeschlagen bisher in der Liga. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Nein, aber Spaß beiseite. Ich finde, Hollerbach hat eine richtig, richtig gute Aufstellung gemacht. Naderi und Haugen haben die Doppelspitze gebildet. Schumi war nicht in der Startelf, was ich richtig gut finde. Dafür Felix Ruschke in der Startelf. Der ist auch ein Schienenspieler und der hat es auch richtig, 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 richtig gut gemacht. Aber als dann das Spiel losging, hat es irgendwie ein paar Sekunden gedauert und leider wird es tatsächlich erstmal wieder teuer für Hansa. Was ich super, super schade finde. Und ich verstehe einfach nicht, warum immer noch so viele Leute auf der Südtribüne sowas machen. Weil es schadet dem Verein einfach unfassbar, das kostet so viel Geld und wir sind jetzt schon in der dritten Liga, wo wir wissen, dass es einfach fernsehgeldtechnisch nicht so gut aussieht wie in der zweiten Liga. Und allgemein, das können wir uns nicht leisten. Wir haben in der letzten Saison 600.000 Euro ausgegeben, das muss man sich mal überlegen. 600.000 Euro, das sind definitiv ein paar Spieler. Also, das ist halt echt schade. Bitte, bitte hört doch einfach damit auf. Ich weiß, ich finde Pyrotechnik, ne, auch wie es der Song sagt und so, es ist cool mit anzuschauen, das stimmt. Aber leider gibt es diese Regel. Ich würde es dann irgendwie besser finden, keine Ahnung, wenn man das vorher abgesprochen vielleicht irgendwo anders macht oder so, wo das vielleicht auch besser dann im Prinzip abziehen kann oder so. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Lösung auf jeden Fall nicht. Das Blöde ist aber, diese Regel gibt es leider von der DFL, vom DFB, beziehungsweise ich glaube vom DFB. Und das ist halt einfach sehr, 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 sehr schade. Egal, aber schauen wir uns mal das Spiel an. Also das erste Tor, das erste Profitor von Ruschke erzielte er nach einem Eckball, wo dann Lebo auf Ruschke flankt und es freut mich so unfassbar für ihn. Auch Ruschke hat sich so unfassbar gefreut, weil er ist seit 9 Jahren, seitdem er 9 Jahre alt ist, ist er quasi bei Hansa in der Jugend. Wird dort trainiert und ich freue mich so sehr, dass er es endlich getroffen hat. Sein erstes Profitor und er soll unbedingt so weitermachen. Er hat auch in dem Interview nach dem Spiel gegeben, übrigens alles wieder verlinkt, unterhalb in der Videobeschreibung. Checkt das gerne ab. Ja, dass er natürlich jetzt auch erstmal feiern will und so. Und ich glaube, das freut alle wirklich, wirklich sehr, dass er sein erstes Profitor gemacht hat. Und ich hoffe, damit hat er sich auch qualifiziert dafür, dass er bei den nächsten Spielen auch tatsächlich auf der Schiene, auf der linken Schiene spielen darf. Und dass das vielleicht Schumi ja so ein bisschen verdrängt hat. Würde mich auf jeden Fall richtig, richtig freuen. Gut, schauen wir uns das 2:0 noch an von Schuster, was auch super krass war. Wieder ein Eckball, geht sehr, sehr lang. Dann behindern sich eigentlich zwei Hanseaten am zweiten Pfosten, geben den Ball dann wieder zurück rein. Rostbach ist leider zu klein, sonst wäre er da auch schon per Kopf dran gekommen. Und Schuster hat den Eckball ausgeführt und ist aber reingelaufen, bekommt auf einmal das Ding völlig frei auf dem Fuß und dann schweißt er das einfach aus dem spitzesten Winkel ever einfach richtig krass in Winkel rein. Also er haut da ein Ding raus, er ballert den Ball da wirklich komplett rein zum 2:0. Richtig geiles Tor und ja, eben, es steht 2:0. Einfach mega.
Ja, dann leider noch in der ersten Halbzeit müssen wir uns natürlich noch das Gegentor fangen. Leider nicht zu null. Das hätte mich natürlich super, super, super krass gefreut. Ach ja, an der Stelle will ich auch nochmal sagen, ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich hoffe, eigentlich bin ich ja so ein bisschen abergläubisch leider, aber ich werde jetzt am Sonntag das Spiel gegen Ingolstadt sehen. Ich hoffe, da hauen sie wieder so eine Leistung raus. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, das Gegentor tatsächlich in der ersten Halbzeit, das wurde nicht gut verteidigt. Das war relativ billig. Das wurde nachträglich dann auch von Hollerbach so gesagt, nach einem Einwurf. Und also das war tatsächlich von Ruschke auch nicht so gut verteidigt. Aber da wollen wir mal drüber hinweggehen und nicht so lange drüber sprechen bei unserem ersten Heimsieg. Ja, dann geht die zweite Halbzeit los und auf einmal ist Haugen einfach ziemlich gut unterwegs, legt ihn auf außen auf Neidhardt. Neidhardt läuft ein Stück weiter. Haugen ist in der Zeit auch reingelaufen und sie machen einfach einen richtig geilen Doppelpass, weil nichts anderes war's. Ein schöner Doppelpass von Haugen und Neidhardt und der Ball von Neidhardt kommt einfach perfekt auf Haugens Kopf. Und sowas kann er dann halt auch. Er schweißt ihn dann rein per Kopf und so einfach kann es halt sein. Das war ein ganz einfacher Spielzug. Einfach auf die Außen gelegt, Flanke rein, aber der kam aber auch wirklich perfekt auf Haugen. Also von Neidhardt auch wirklich ein riesen Ding. Richtig, richtig geil. Ja, dann geht's weiter. Der Doppelpack von Haugen, der auch hier jetzt gerade das Tor geschossen hat, wird aber leider aberkannt, weil er den Gegenspieler beim Zweikampf mit seinem Ellbogen trifft. Ich muss aber trotzdem sagen, er hat sich da trotzdem richtig gut durchgesetzt. Mit Tempo am Verteidiger vorbei, auch richtig gut behauptet, seinen Körper da halt reingestellt. Und ich sag ganz ehrlich, ich glaube, wäre das mit dem Ellbogen nicht passiert, ich glaube, der Verteidiger wäre auch nicht drangekommen. Der war eigentlich quasi weg, er hat da richtig gut seinen Körper reingestellt. Der Verteidiger hätte sich vielleicht noch mit einer Notbremse helfen können, dann wäre er aber vom Platz geflogen. Also Riesending, leider dann eben der Doppelpack aberkannt von Haugen. Sehr, sehr schade. Aber, naja, passiert, ja. Aber ich meine, er hätte auch einen Doppelpack geschossen. Es gab wohl ein bisschen Verwirrung, weil das Tor wurde erst gegeben vom Schiri und dann doch aberkannt, obwohl es keinen Videoschiedsrichter gibt. Aber ist in Ordnung, passiert. Passiert halt. Ja, dann anschließend gab es noch eine Riesenchance für unseren FC Hansa, nämlich Harenbrock macht einfach den blitzsauberen Lupfer, aber der wird dann leider auf der Linie gerettet. Sehr, sehr schade, der hätte auch ein Türchen verdient, das hätte mich sehr gefreut, aber dafür macht dann wirklich ein Spieler das 4:1 und den Deckel drauf und man kann schon fast sagen, endlich trifft Frühling. Endlich trifft er. Obwohl ich auch gedacht habe bei der Situation, als ich das gesehen habe, warum zieht er denn dann nochmal so nach innen und läuft in die Gegenspieler rein? Er kommt so von halb links, hat freien, also ist quasi frei vom Tor und zieht plötzlich nach innen in die Gegenspieler rein. Das, also da habe ich so zuerst gedacht, weil ich mag Frühling eigentlich sehr, sehr gerne, aber er vertändelt manchmal wirklich den Ball und trifft dann in solchen Situationen vielleicht einmal kurz so ein bisschen die falsche Entscheidung. Und da hatte ich auch gedacht, ah, jetzt läuft er wieder in die Gegenspieler rein, vertändelt das Ding. Und ja, er macht aber das Ding zum Glück noch. Er macht es einfach noch und es hat mich super, super krass gefreut für ihn, dass er einfach getroffen hat, wirklich. Der hat es ja so verdient, so viel Aluminiumpech gehabt. Und ja, Freunde, so ist das dann. Plötzlich gewinnen wir einfach 4:1 gegen Unterhaching, was mich sehr, sehr gefreut hat. Die ersten 3 Punkte. Jetzt heißt es natürlich direkt weitermachen, direkt weiter angreifen. Let's go! Und ja, natürlich, die Freude war auch sehr riesig bei den Interviews nach dem Spiel. Gürlien hatte noch gesagt, er hat das auch wirklich irgendwie gespürt, weil das Team war heute so ein bisschen anders aufgelegt. Sie waren wohl sehr konzentriert und sie wollten dann halt unbedingt den Bock umstoßen und das haben sie dann natürlich auch geschafft. Ja, dann will ich nochmal ganz kurz zur Pressekonferenz nach dem Spiel Bezug nehmen, weil es ist eine Sache passiert, die fand ich ein bisschen schade irgendwie. Da interessiert mich tatsächlich, wie das weitergeht, wie das ausgeht. Da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf behalten. Der Gästetrainer, also der Trainer von Haching, hat als allererstes erstmal zugegeben, dass der Sieg auch hätte höher ausfallen können. Er war sehr, sehr unzufrieden halt mit seinem Team. Hansa war sehr dominant. Und jetzt kommt aber die etwas unschöne Sache. Und zwar ist es so gewesen, also erstmal war mir auch tatsächlich nicht bewusst, dass Hollerbach ein Spitzenreiter ist in der Liga.
Nämlich bei den gelben Karten. Er hat 3 gelbe Karten und der Trainer aus Haching hat auch 3 gelbe Karten. Damit sind sie auf jeden Fall Spitzenreiter. Er hat es bezeichnet als, wir sind kein Kind von Traurigkeit. Naja, und er wollte dann wohl nach dem Spiel zum Schiedsrichter gehen und wollte ihm die Hand geben. Aber der Schiedsrichter hat ihm tatsächlich nicht die Hand gegeben. Und dann wollte er anschließend nochmal in die Schiedsrichterkabine und ihm einen guten Heimweg wünschen. Der Schiri kam wohl auch aus Bayern oder so. Da war dann mein erster Gedanke, na, vielleicht mag der tatsächlich Haching ja nicht so gerne oder so. Ich weiß nicht, wenn das rauskommt, wäre natürlich nicht so gut. Naja, auf jeden Fall wollte er zur Kabine gehen, sich nochmal verabschieden, ihm einen guten Heimweg wünschen. Und er hat es einfach wieder nicht zugelassen. Und ich sag ganz ehrlich, wenn das stimmt, ist das super, super negativ für den Schiedsrichter. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob da vom DFB noch etwas kommt. Der Trainer hat nämlich auch Bezug auf das Interview vor der Saison von Terence Boyd genommen. Wo er so ein bisschen über die Schiris abbasht. Das haben die Schiris ihm sehr, sehr krumm genommen. Der DFB tatsächlich auch. Und natürlich, ein Schiedsrichter muss eine Respektsperson sein. Ich sage aber ganz ehrlich, und das hat der Trainer auch gesagt, durch solche Aktionen wird es natürlich nicht besser. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und ich hoffe es nicht, dass da dann so eine Kluft auf einmal entsteht, so zwischen Trainern, Spielern und Schiedsrichtern. Das wäre nämlich sehr, sehr schade. Auf jeden Fall, wenn das stimmt, also wirklich uncool, weil eben nach dem Spiel wird sich einfach die Hand gegeben, sowohl beim Schiedsrichter. Man kann vielleicht noch irgendwie sauer sein oder so, aber trotzdem, man also nach dem Spiel ist das, wie man so schön sagt, vergeben und vergessen quasi. Deswegen also wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Ja, was hat denn Hollerbach auf der Pressekonferenz gesagt? Ja, Hollerbach hat eben Bezug genommen, wie ich schon gesagt habe, dass das Eigentor sehr, sehr billig war. Aber er freut sich natürlich trotzdem für alle, weil sich alle so reingehauen haben, sie sich jetzt endlich mal belohnt haben dafür, wie sie knüppeln. Er freut sich natürlich auch sehr für Ruschke, weil er tatsächlich aus keiner einfachen Zeit kam. Er hatte pfeiferisches Düsenfieber, durfte irgendwie ein halbes Jahr lang irgendwie nur ganz sparsam trainieren. Richtig, richtig schlimm, und jetzt trifft er tatsächlich endlich für seinen Club. Und dann auch noch das erste Tor, weil da hat nämlich Hollerbach auch gesagt, das erste Tor ist meistens so gesehen das Schwierigste, dafür jemanden zu finden, der dann das erste Tor trifft. Und also super, super mega. Er freut sich natürlich für den Jungen auch sehr. Und er hat tatsächlich gesagt, dass er seinem Sohn 3 Punkte versprochen hat, weil er an dem Tag Geburtstag hatte. Und das sorgte für einen kleinen Lacher beim Gästetrainer, beziehungsweise allgemein sorgte es für einen Lach auf der Pressekonferenz, weil der Gästetrainer meinte, ja gut, wenn das so einfach ist, dann wird er in Zukunft auch viele Kinder machen. Und Hollerbach sagte einfach ganz stumm, ja, dann leg mal los. Also super, super sympathisch auch. Tatsächlich, der Gästetrainer auf der Pressekonferenz fand ich ihn sehr, sehr sympathisch. Und ja, damit wollen wir aber auch das Spiel abschließen vom Dienstag. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, wie alle Hansa-Fans, dass wir endlich den ersten Dreier haben. Ich habe auch tatsächlich an das Team geglaubt oder glaube an das Team. Es ist nur so schade, dass wir trotzdem immer wieder diese eigenen Fehler machen durch diese Unsicherheiten. Ich hoffe, wir können hier so langsam ein bisschen Selbstbewusstsein tanken und das vielleicht wirklich abstellen. Das wäre auf jeden Fall richtig wichtig. Gut, dann schauen wir doch mal ganz kurz auf die News der Woche. Da ist nicht so viel passiert. Es gibt ein paar Infos oder 2 Infos, die ich ganz spannend fand. Einmal habt ihr die Möglichkeit, bis einschließlich 30. September, also Montag, gratis Rückenflock zu bekommen bei den Trikots von Hansa. Egal auf welches Trikot und eben egal ob Wunschname oder Wunschrückennummer oder echte Rückennummer und Name von einem Spieler. Ihr bekommt gratis Rückenflock, was ich ganz geil finde, weil ich meine, der kostet so auch um die 15 Euro oder sowas, glaube ich. Also finde ich eigentlich sehr, 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 sehr nice Aktion. Also wenn ihr noch kein Trikot habt der aktuellen Saison, dann schaut ihr doch auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe tatsächlich auch noch überlegt, ob ich mir dann nicht von Haugen noch ein Trikot hole. Aber ich bin auch tatsächlich so ein Typ, entweder dann zur Halbserie, weil solche Aktionen haben wir zum Beispiel auch sehr, sehr oft zu Ostern oder sowas nochmal. Oder halt zum Ende der Saison. Aber trotzdem sehr, sehr coole Aktion. Also checkt es auf jeden Fall ab. Die Aktion gibt es online und natürlich auch in den Fanshops bis einschließlich Montag. Also gerne da mal vorbeigucken, wenn ihr noch kein Trikot habt. Ja, die zweite Info, wie ich halt gesagt habe, und das fand ich auch sehr spannend, unsere Mitgliederzahl rundet. Und zwar haben wir das 28.
28.000. Mitglied begrüßt. Seit dem 12.09. haben wir es geschafft. Ich finde, das ist ein Riesenzeichen an den Verein, auch allgemein an das Team, dass die Leute an sie glauben. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt kann es nur besser werden, wenn sich alle Mitglieder dafür einsetzen und auch klar machen, dass sie keine Gewalt im Stadion haben wollen, dass man bitte aufhören soll, immer so viel Geld zu kosten. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also da muss jeder einfach mitmachen. 28.000 Mitglieder, ich meine, damit kriegen wir unser Stadion voll. Also da hoffe ich doch, dass alle da auf jeden Fall an einem Strang ziehen. Und da eine ganz klare Kante gegen diese Gesinnung, die teilweise wirklich eine Minderheit ist, das ja, die es leider im Stadion gibt, da klare Kante gegen zu zeigen, gegen die Gewalt und so weiter, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Aber ich finde es sehr, sehr cool, dass wir 28.000 Mitglieder haben. Gut, die nächste News soll sein, es gibt im Jahr 2025 eine Sonderausstellung. Und zwar in der Kunsthalle Rostock zum 60-jährigen Bestehen von Hansa Rostock. Finde ich richtig, richtig cool. 1965 wurden wir gegründet. Nächstes Jahr werden wir 60 Jahre alt, also wir runden. Das wird bestimmt auch richtig cool. Da gibt es bestimmt auch ein schönes Special-Trikot. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, es wird sehr cool. Und von Mai bis September auf einer Ausstellungsfläche von 2000 Quadratmetern wird es eben diese Sonderausstellung geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das höre, ich hoffe, ich schaffe das auch, diese Ausstellung zu besuchen. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Ausstellung, weil Mitglieder, Fans und Mitarbeiter dürfen tatsächlich mitwirken und diesen Prozess halt begleiten und mitgestalten. Und es sollen halt, also die können dann so Vorschläge liefern, zum Beispiel für bestimmte Sachen, die ausgestellt werden, etc. pp. Und eben es sollen ganz bestimmte Schmuckstücke präsentiert werden, zum Beispiel gewonnene Pokale, Trikots, Fußballschuhe, dann besondere Wimpel oder besondere Bälle. Und das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dieser Verein hat halt echt vieles zu bieten. Außerdem wird es ein Zusatzprogramm geben, welches halt geplant ist mit vielen ehemaligen und aktuellen Spielern, Trainer, Funktionäre in Form von so Gesprächsrunden, die wahrscheinlich dann Erfahrungsberichte bringen. Und es soll Foto- und Videoabende geben, an denen dann halt besondere historische Momente gezeigt werden. Das finde ich zum Beispiel auch richtig, richtig cool. Und wie ich schon gesagt habe, super spannende Sache, ist eine tolle Sache für den Verein, da wir eben einiges zu bieten haben und wir halt auch eine super bewegende Vergangenheit haben. Da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt drauf. Ja, dann noch die dritte Info. Ein Sponsorengagement wurde ausgebaut und zwar Baupunkt Flügel GmbH hat schon zu Saisonbeginn die Experten für Maschinenvermietungsbaubedarf haben ihr Engagement ausgebaut. Zu Beginn der Saison halt wurden sie von Businesspartner zum offiziellen Partner mit Werberechten im Ostseestadion und Präsenz auf der LED-Bande, Werbebanner an der Westtribüne und Logentickets. Und nun haben sie im Nachwuchs auch noch weiter ausgebaut und zwar... Oh ja, wir haben 4-4 gespielt. Dann sage ich ganz ehrlich, wir machen tatsächlich... Aber Elfmeter, okay, spannend. Wir machen tatsächlich weiter hier. So, also im Nachwuchs haben sie das Programm weiter ausgebaut, weil nämlich zukünftig wird das Unternehmen auf der Trikotbrust der U19 sein. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool, ist ein starkes Signal. Ich finde es immer top, wenn in Nachwuchs investiert wird. Finde ich richtig stark, weil da sollte unbedingt investiert werden. Wir haben nämlich einen starken Nachwuchs, wenn man sich überlegt, dass da ein Tim Krohn herkommt, ein Klaas Zamso, ein Benno Dietze, gut, Luis Köster kam da jetzt auch, aber der kommt ja, glaube ich, ursprünglich von Schalke, ich weiß gerade gar nicht genau, aber Ruschke, wir haben da schon einige Spieler, die da ordentlich was zu bieten haben, also bitte, ne, investiert in die Zukunft des Vereins und das ist nun mal die Jugend. Gut, das soll es gewesen sein tatsächlich mit dem News in dieser Woche, beziehungsweise halben Woche. Ist schon so ein bisschen was passiert. Also, dann kommen wir also zur Gegneranalyse. Erstmal schauen wir uns hier das Tor an von Jonjic. Sehr, sehr schön zum 5:4. Auch ein unglaubliches Ergebnis.
Was ist hier bitte los? Okay, kommen wir aber zur Gegneranalyse. Wir spielen, beziehungsweise unser FC Hansa Rostock spielt gegen Ingolstadt am Sonntagnachmittag, dem 29.09. um 13.30 Uhr im Audi Sportpark in Ingolstadt. Und ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, weil der 15. trifft auf den 16. Und ja, diesmal sind wir der 15. und Ingolstadt ist der 16. Ingolstadt tatsächlich mit einem sehr, sehr guten Angriff. Sie haben bereits 14 Tore geschossen, aber haben dafür auch schon 16 Gegentore kassiert und stellen damit die schlechteste Abwehr der Liga. Das finde ich sogar ziemlich krass, weil dort ja zwei Spieler spielen. Das finde ich sehr schade, dass ich die dort sehen werde und dass ich die im falschen Trikot sehen werde, weil sie mir beide in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben sind. Aber darauf gehen wir gleich ein. Trotzdem unfassbar, dass das die schlechteste Abwehr ist, weil ich verstehe es nicht bei diesen zwei Granaten, obwohl der eine nicht unbedingt Abwehr spielt. Ja, was kann man sonst noch zu Ingolstadt sagen? Ich finde, das Besondere an Ingolstadt ist, dass sie eine Cheftrainerin haben. Und ehrlich gesagt ist es eigentlich traurig, dass so etwas so besonders ist. Ich finde es aber richtig, richtig cool und sie ist auch jetzt gehörig unter Druck, weil Ingolstadt hat natürlich den Aufstieg ausgerufen. Ich weiß nicht, ob das so gut war, weil das ist immer so ein kleiner Fluch in der dritten Liga. Das war auch bei uns in der Aufstiegssaison vom FC Hansa unter Jens Hertel. Da ist das ja am Anfang auch gesagt worden und ja, wenn ich ehrlich bin, hatten wir dann nur Probleme. Ich glaube, wir waren der einzige Verein, der direkt gesagt hat, ja, wir wollen aufsteigen. Alle anderen haben gesagt, ja, wir spielen vielleicht oben mit und gucken mal, was passiert. Haha. Wir haben gesagt, wir wollen aufsteigen. Gut, wir sind dann auch aufgestiegen, aber trotzdem, das war hart. Und ich glaube, das ist immer so ein kleiner Fluch, weil in der Vergangenheit war es sehr häufig so, wenn die gesagt haben, ja, wir wollen unbedingt aufsteigen, dann hat es leider nicht funktioniert. Ja, sie ist dadurch gehörig unter Druck. Ich finde es aber sehr, sehr cool, dass es eben eine Cheftrainerin ist und ich hoffe auch, sie bleibt noch lange im Amt. Würde mich zumindest sehr, sehr freuen und ich hoffe, dass es das vielleicht auch häufiger geben wird, dass einfach Cheftrainerin im Amt sein werden. Ja, wie ich schon angesprochen habe, wir treffen auf zwei alte Bekannte und zwar auf Malone und Fröde. Und wie gesagt, ich finde es so schade, dass sie beide im falschen Trikot dabei sind, weil besondere Spieler für mich tatsächlich, beide immer kämpferisch aufgefallen, total viel Kampf bei denen, die lassen ihr Herz wirklich auf dem Platz und ich hoffe, dass ihr beiden wirklich nett zu eurem Ex-Verein seid und ja, ich muss ehrlich gestehen, Malone war einer meiner liebsten Spieler, wie gesagt, kämpferisch richtig gut und diese langen Einwürfe, Wahnsinn, er ist ein absolutes Biest für mich. Ich habe sogar noch ein Trikot von ihm im Schrank hängen. Ich glaube, dieses Trikot werde ich tatsächlich auch wegen des Spiels auch anziehen. Und ich hoffe, er ist nett. Ich finde Malone, also ganz liebe Grüße an Malone und Fröde. Wirklich, seid lieb zu eurem Ex-Verein. Und danach wünsche ich euch dann wieder alles Gute, außer fürs Rückspiel. Und ja, ich mag beide tatsächlich sehr, sehr gerne. Fröde auch absoluter Kämpfer, absoluter Leader auf dem Platz. Ist, glaube ich, auch Kapitän in Ingolstadt. Also sehr, sehr coole Leute. Gut, dann kommen wir mal zu ein paar Fakten zum Spiel. Übertragen wird auf Magenta Sport, also keine Übertragung, kein Stream im Free TV. Und das letzte Aufeinandertreffen gab es am 7.05.22 in der zweiten Bundesliga. Dort haben wir spektakulär 0-0 gespielt. Und zuvor, also im Hinspiel, gab es auch schon ein 1-1, also wirklich absolut unspektakulär. Die Bilanz bisher in der dritten Liga sieht relativ gut aus für Hansa. Wir sind gar nicht so oft aufeinander getroffen gegen Ingolstadt in der dritten Liga. Und zwar, es gibt 2 Siege für Hansa, 2 Unentschieden und 0 Siege für Ingolstadt. Wenn das nicht ein Zeichen ist, wäre ja echt ganz schön, wenn wir da noch was mitnehmen und diese Bilanz weiter ausbauen können. Gut, aber schauen wir mal auf die 3 vergangenen Spieltage vom FC Ingolstadt. Und zwar als erstes fangen wir an mit Spieltag 5. Sie haben 2-3 gegen Stuttgart 2 verloren. Ja, da kann man leider ganz klar sagen und da kristallisiert sich auch eine kleine Schwäche bei den hinten raus, die mir des Öfteren wieder aufgefallen ist. Sie sind leider sehr unsortiert hinten, spricht dann natürlich auch dafür, dass sie so viele Gegentore gefressen haben und leider sieht Malone bei der Zuordnung auch nicht so gut aus bei dem 0-1, weil da hat er nämlich die Zuordnung verloren und da ist auch so ein bisschen aufgefallen,
beziehungsweise später, ich glaube, es war das 2-0. Sie haben auch so eine gewisse Schwäche über außen. Wenn man sich über außen durchsetzt, so mit Tempo, das mögen sie ehrlich gesagt nicht so gerne. Trotzdem muss man ihnen zugute halten. Sie sind, also Ingolstadt ist in der Luft richtig, richtig gut. Sie haben in diesem Tor 2 Kopfballtore gemacht. Was ich ganz geil finde, ist, Malone hat sogar ein Tor vorgelegt und sogar quasi ein Tor gemacht. Es wurde dann als Eigentor gewertet, aber er war quasi der Ausschlaggebende, der den Ball geköpft hat. Und sie haben auch hier einen Elfmeter verursacht, was, ja, wie soll ich sagen, super, super unglücklich war. Ja, und dann verlierst du so ein Ding halt einfach 2-3, leider. Gut, schauen wir auf den 6. Spieltag. Dort haben sie 2-2 gegen Essen gespielt. Da hat man sofort gemerkt, es besteht sehr viel Unsicherheit in der ersten Halbzeit. Sie kassieren halt auch die meisten Tore in der ersten Halbzeit wie kein anderes Team. Also da unbedingt ranklotzen, einen richtig guten Start erwischen, weil da können wir die Grundlage dann für den Sieg legen. Und hier muss ich wieder betonen, Malone hat wieder eine Vorlage gemacht. Und zwar wieder mal mit so einem langen Ball, also unbedingt auf die langen Bälle aufpassen, gerade über der Malone, der kann das, der konnte das damals auch, lange, lange Bälle nach vorne, perfekt in den Lauf, also da unbedingt aufpassen. Und auch in diesem Spiel muss man wieder dazu sagen, sie haben leider wieder einen Elfmeter verursacht, also, boah, das ist schon hart und sehr, sehr schwierig. Gut, dann schauen wir auf den letzten Spieltag. Das war ein sehr spektakuläres Spiel, wie ich fand, auch vom Ergebnis her. Und zwar haben sie 3-4 gegen Sandhausen verloren. Also sie haben tatsächlich in den letzten 3 Spielen 2 Spiele verloren, 1 Spiel unentschieden. Sind gerade nicht so in Form, würde ich sagen. Wir jetzt schon 1 Punkt gegen Dynamo geholt, jetzt 4-1 gegen Haching gewonnen. Also da muss was gehen. Ja, und zu diesem Spiel kann man auch nochmal wieder sagen, es gab wieder eine Vorlage von Malone. Also keine Ahnung, was bei dem wirklich los ist. Wieder so ein langer Ball, also unbedingt auf diese langen Bälle aufpassen. Und man muss einfach dazu sagen, dieses 4-3 gegen Sandhausen, das war eine sehr frustrierende Niederlage für Ingolstadt. Sie haben alles reingeworfen, hatten sehr, sehr gute Chancen. Ich glaube, die letzte Chance für den Ausgleich zum 4-4 wurde tatsächlich vom eigenen Mann geblockt. Das ist schon wirklich, wirklich hart. Also, boah, die Schanzer, die haben schon, sind gerade nicht so in Form, was für uns vielleicht ganz gut sprechen könnte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir es hinkriegen. Gut, dann habe ich nochmal ganz kurz die Stärken und Schwächen zusammengefasst von dem Team. Und ich muss sagen, die Stärken sind auf jeden Fall eben diese Lufthoheiten, diese langen Bälle. Ich meine, ein Malone und ein Fröde. Ein Fröde ist fast an die 2 Meter groß. Also ist klar, die stehen halt in der Luft. Fröde, glaube ich, auch mit einem Kopfballtor tatsächlich gegen Sandhausen. Also Malone und Fröde sind tatsächlich in Form, auch wenn viele andere vielleicht nicht unbedingt in Form sind. Also Lufthoheit haben sie auf jeden Fall, dort aufpassen, lange Bälle. Also da müssen wir einfach gut verteidigen, kompakt stehen. Und ja, ansonsten bringen sie natürlich eine hohe Individualität mit. Ich meine, bei denen spielten Simon Lorenz in der Verteidigung, ein Max Bezuschkow, an dem waren wir ja auch dran letzte Saison unter Selim Begovic. Kam leider nicht zu uns, der kam ja von Hannover, weil zu teuer und wollte, glaube ich, auch nicht so wirklich zu uns, wechselt dann ein halbes Jahr später in die 3. Liga zu Ingolstadt. Gut, ich glaube, Ingolstadt ist tatsächlich finanziell ein bisschen besser aufgestellt als wir, aber finde ich trotzdem ehrlich gesagt ein bisschen komisch, sage ich ganz ehrlich. Dann nennt Pascal Testrüth, spielt dort natürlich auch ein richtig, richtig guter Stürmer. Und Ingolstadt hat einen sehr interessanten Spieler oder wahrscheinlich den interessantesten Ostspieler aus der vergangenen Saison geholt. Und zwar Tim Heike von Energie Cottbus. Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht genau, ob er schon so viele Einsätze gemacht hat. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber Tim Heike finde ich auch super, super Spieler. Hat bewiesen, wie er knipsen kann. Und ja, den hätte ich auch gerne bei Hansa gesehen. Aber ich meine, was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden, ne? Wer weiß. Ja, zu den Schwächen von Ingolstadt. Ja, sehr viel Unsicherheit einfach. Sie kassieren viel zu viele Tore. Die Zuordnung hinten stimmt irgendwie nicht. Über außen, wenn du da mit Tempo kommst, sie auch frühzeitig störst. Wie gesagt, viele Unsicherheiten. Wir haben beim Spiel gegen Sandhausen, also da gab es einen Fehlpass, der war so katastrophal, wo tatsächlich kein Tor draus entstanden ist. Aber wie gesagt, sehr viel Unsicherheit, also pressen, glaube ich, Spielaufbau stören wäre sehr, sehr gut, auch um diese langen Bälle auch von einem Malone zu verhindern. Ja, verursachen halt auch immer mal wieder einen Elfmeter. Ich meine, in den letzten 3 Spielen einfach 2 Elfmeter verursacht, ist auch schon heftig.
Und ja, wie ich schon gesagt habe, Probleme über außen mit sehr, sehr viel Speed. Wir spielen sehr, sehr gerne über die Außen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf das Spiel. Ich drücke natürlich Hansa die Daumen und wir sehen hier das getippte Ergebnis quasi von FC 25. Anscheinend wird es ein Fußballfest. In der regulären Spielzeit steht es 4:4. Ich hoffe ehrlich gesagt, es wird kein 4:4. Ich bin ehrlich, ich tippe auf ein... Ich hoffe, wir schaffen einen zu 0 Sieg und ich tippe auf ein 2 zu 0 für unseren FC Hansa Rostock. Wäre natürlich auch krass, wenn jetzt Hansa wirklich 6:5 gewinnen würde oder 4:4 spielt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich drücke natürlich Hansa die Daumen, allen Auswärtsfahrern eine gute Reise und kommt auch gut wieder zurück. Bitte, 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 ich hoffe, es bleibt ruhig auch an die Auswärtsfahrer. Bitte nicht zu viel Pyrotechnik. Wie gesagt, denkt immer dran, es kostet den Verein einfach Geld. Dadurch können wir uns weniger Spieler holen. Das wäre sehr, 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 sehr schade. Ansonsten wünsche ich natürlich Hansa alles, alles Gute. Ich konnte leider die Pressekonferenz wieder mal nicht abwarten. Habe das Video vorproduziert. Ansonsten schaffe ich das einfach nicht. Also englische Woche ist wirklich absolut hardcore. Wenn englische Woche natürlich vorbei ist, werden wir auch wieder eine Nachbetrachtung haben. Also diesen Rückblick. Wir haben ja jetzt gerade immer so diesen Rückblick und Preview gleichzeitig, aber wie gesagt, dann wird es auch wieder die Nachbetrachtung geben, alleinstehend. Und ja, ich drücke natürlich Hansa die Daumen, wie gesagt, mein Tipp 2:0, schreibt eure Tipps mal gerne in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hau! Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!